Ihr Nachrichtenjournal mit europäischem Blick. Herzlich willkommen bei Euronews am Abend. Synagoge und Einkaufszentren ausspioniert. In Deutschland sind mehrere Männer unter Terrorverdacht festgenommen worden. Letztes Druckmittel gegen den Iran. Großbritannien, Frankreich und Deutschland unternehmen einen neuen Anlauf, um den Atomdeal zu retten. Und wie Udo zu Udo wurde. Lindenberg macht ein Ding. Unser Filmtipp. Blicken wir zuerst nach Deutschland. Dort haben heute Morgen rund 180 Einsatzkräfte zeitgleich in 4 Bundesländern zugeschlagen. Die groß angelegte Razzia richtete sich gegen mehrere mutmaßliche Islamisten. Sie stehen im Verdacht, mögliche Anschlagsziele ausspioniert zu haben. Im Visier die neue Synagoge in Berlin und mehrere Einkaufszentren. Die Polizei hat in 4 Bundesländern Razzien im islamistischen Milieu durchgeführt. Mehrere Männer tschetschenischer Abstammung stehen im Verdacht, Orte für einen möglichen Anschlag ausgekundschaftet zu haben. Bei einer Polizeikontrolle waren entsprechende Bilder auf einem Handy entdeckt worden. Das berichten Generalstaatsanwaltschaft und Polizei in Berlin. Eine konkrete Gefahr habe nach aktuellem Stand allerdings nicht bestanden. Die Durchsuchungen fanden an 9 Örtlichkeiten in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen statt. Etwa 180 Kräfte waren im Einsatz. Die Verdächtigen sind im Alter zwischen 23 und 28 Jahren. Medienangaben zufolge wurden mehrere Personen festgenommen. Bei der Razzia beschlagnahmten die Ermittler Datenträger, Hieb- und Stichwaffen sowie Bargeld. Die genauen Motive sind nun Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Wir sind keine Bürger, wir sind Geiseln. Das schreibt eine der berühmtesten Schauspielerinnen des Iran, Taraneh Ali Dosti, auf Instagram. Ihre Wut und die Tausender Iraner auf die Regierung ebbt nicht ab. Im Gegenteil. Nach dem Abschuss des ukrainischen Passagierfliegers durch das Militär schließen sich immer mehr junge Menschen und Künstler den Protesten an. Während es auf Irans Straßen brodelt, nehmen die Ermittlungen am Absturzort endlich Fahrt auf. Knapp eine Woche nach dem Abschuss einer Passagiermaschine mit 176 Menschen an Bord hat es im Iran erste Verhaftungen gegeben. Irans Führung, die bis zu ihrem Schuldeingeständnis am Samstag tagelang von einem technischen Defekt als Absturzursache gesprochen hatte, zeigt sich jetzt hart. Alle Verantwortlichen müssten bestraft werden. Unsere Justiz wird ein Sondergericht mit einem ranghohen Richter und Dutzenden Experten ins Leben rufen. Wir sprechen hier über keinen gewöhnlichen Fall. Die ganze Welt wird diesen Prozess beobachten. Nachdem viele Airlines Flüge in die Golfregion bereits gestrichen haben, spricht Brüssel nun eine offizielle Warnung aus. Angesichts der uns vorliegenden Informationen und der aktuellen Sicherheitslage empfehlen wir, den Luftraum über dem Iran in allen Höhen bis auf Weiteres zu meiden. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme. Derweil reicht der Iran Kanada die Hand. Das Land hat bei dem Absturz viele Opfer zu beklagen und will intensiv vor Ort mitermitteln. Es gibt erste Anzeichen dafür, dass der Iran der kanadischen Verkehrssicherheitsbehörde eine aktivere Rolle zugestehen wird, als es normalerweise erlaubt ist. So werden zum Beispiel kanadische Ermittler eingeladen, um sich am Download und der Analyse der Aufnahmen aus dem Cockpit und der Flugschreiber zu beteiligen. Ukrainische Spezialisten sind bereits am Absturzort und arbeiten sich durch die Trümmer. Bald werden auch Experten der internationalen Zivilluftfahrtbehörde eintreffen. Für Irans Behörden, die jeder Einmischung von außen sonst feindlich gegenüberstehen, eine beispiellose Herausforderung. Ja, vor einer Herausforderung stehen auch die Europäer. Erst zogen sich die USA 2018 aus dem Atomvertrag zurück. Seit Monaten hält sich nun auch der Iran nicht mehr an seinen Part des Deals und fährt die Urananreicherung drastisch hoch. Um das Abkommen doch noch zu retten, spielen die Europäer jetzt ihre letzte Karte aus. Denn es geht um nicht weniger als die eigene Sicherheit. In den Auseinandersetzungen um das Atomabkommen mit dem Iran haben mehrere europäische Staaten einen Streitschlichtungsmechanismus ausgelöst. Die zunehmenden iranischen Verletzungen des Nuklearabkommens konnten wir nicht länger unbeantwortet lassen, so der deutsche Außenminister Heiko Maas. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.
Ziel des Streitbeilegungsmechanismus ist es nicht, erneut Sanktionen zu verhängen. Ziel ist, Probleme im Zusammenhang mit der Umsetzung des Abkommens im Rahmen der gemeinsamen Kommission zu lösen. Ich meine, es muss klar sein, dass das Ziel ist, im Rahmen dieser Vereinbarung Lösungen zu finden und zur vollständigen Einhaltung zurückzukehren. And return to full compliance within the framework of this agreement. Der Iran verletze zentrale Auflagen der Atomvereinbarung, hieß es in einer Erklärung der Außenminister der drei Staaten, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Dies habe immer schwerere und unumkehrbarere Folgen im Hinblick auf die nukleare Nichtverbreitung, so die Außenminister. Der schmutzige Krieg in Libyen entwickelt sich immer mehr zum internationalen Stellvertreterkrieg. Frankreich und Russland stehen hinter dem abtrünnigen General Haftar. Der rückt auf die Hauptstadt Tripolis vor, wo Ministerpräsident Sarraj sitzt. Dieser wird wiederum von Ländern wie Italien und von der Türkei unterstützt. In dieser höchst komplexen Gemengelage versucht Deutschland seit Monaten zu vermitteln. Bislang ohne wirklichen Durchbruch. Doch ein Friedensgipfel in Berlin am Sonntag weckt neue Hoffnung. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Staats- und Regierungschefs mehrerer Länder für Sonntag nach Berlin eingeladen. Bei dem Treffen soll es um die Lage in Libyen gehen. Zuvor waren in Moskau die Verhandlungen zu einer dauerhaften Feuerpause in dem nordafrikanischen Land ergebnislos zu Ende gegangen. Der libysche Milizenführer Khalifa Haftar hatte die russische Hauptstadt verlassen, ohne seine Unterschrift unter eine entsprechende Waffenstillstandsvereinbarung zu setzen. Der Putschist Haftar hat das Abkommen nicht unterzeichnet. Wir werden nicht zögern, dem Putschisten Haftar eine verdiente Lektion zu erteilen, wenn er seine Angriffe auf die rechtmäßige Regierung des Landes und unsere Brüder in Libyen fortsetzt. Die Türkei und Russland hatten die Gespräche geleitet. Der libysche Ministerpräsident Faisal Sarraj unterschrieb das Abkommen. Alle Bemühungen der Europäer, einschließlich der Deutschen, Franzosen und Italiener, wollen wir zusammenführen, damit wir alle an einem Strang ziehen und alle libyschen Parteien zur Einwilligung ermutigen. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge will Haftar die Dokumente eingehender prüfen. In Libyen herrscht zwischen dem General und seinem Gegner, dem international anerkannten Regierungschef Faisal Sarraj, ein erbitterter Machtkampf. Mehrere ausländische Staaten sind in den Konflikt involviert. Sie erinnern sich bestimmt. Vor knapp 20 Jahren versetzten vier Buchstaben die Welt von China aus in Panik. SARS, kurz für schweres, akutes respiratorisches Syndrom. Mehr als 800 Menschen starben damals an der gefährlichen Virusinfektion. Und seit kurzem bereitet eine neue rätselhafte Lungenkrankheit Chinas Ärzten und Wissenschaftlern Kopfzerbrechen. Jetzt ist klar, das Virus gehört zur selben Familie wie SARS. Die erstmals in China aufgetretene mysteriöse Lungenkrankheit breitet sich in Asien aus. Als Ursprungsort der Krankheit gilt die 11 Millionen Einwohnerstadt Wuhan in Zentralchina. Nach Einschätzung des Instituts für Virologie an der Berliner Charité ähnelt der neue Erreger der Virusart, die im Jahr 2002 die SARS-Pandemie ausgelöst hat. Damals waren ebenfalls von China ausgehend weltweit rund 8000 Fälle erfasst worden, ein Zehntel davon mit tödlichem Ausgang. Bezüglich des neuen Erregers haben die chinesischen Behörden über 40 nachgewiesene Fälle bestätigt. Ein Patient sei bereits gestorben, mehrere weitere seien in kritischem Zustand. Seinen Ursprung hat das Virus vermutlich im Huanan-Markt in Wuhan, wo auch Wildtiere lebend verkauft werden. 2002 galten Schleichkatzen als mutmaßliche Überträger. Thailand und andere asiatische Staaten haben bereits Fieberkontrollen und andere Maßnahmen für Reisende, vor allem auf Flughäfen, ergriffen. Verdachtsfälle wurden aus Thailand, Hongkong, Singapur und Südkorea gemeldet. Nach WHO-Angaben gibt es bislang keine Hinweise, dass das neue Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Erfreuliche Nachrichten gibt es aus der Tierwelt. Mit ihrer unbändigen Libido hat eine Riesenschildkröte einen wahrlich großen Beitrag dazu geleistet, ihre Art vor dem Aussterben zu bewahren. Im nächsten Beitrag stellen wir Ihnen den 800-fachen Vater vor.
Dieser 100 Jahre alte Schildkrötenmann kann stolz sein. Er heißt Diego und ist größtenteils dafür verantwortlich, dass seine Unterart überlebt hat. Es gab in den 1960er Jahren nur noch 3 Männchen und 12 Weibchen. Jetzt sind sie an die 2000. Der Galapagos-Nationalpark findet, Diego hat im Zuchtprogramm genug mitgearbeitet. Er ist im Moment in Quarantäne und wird im März von der Insel Santa Cruz zurück auf seine Heimatinsel Española gebracht. Auf Santa Cruz nahm er erfolgreich am Zuchtprogramm teil. Etwa 800 Schildkröten haben Diego zum Vater. Doch Inzucht soll weitestgehend vermieden werden. Der Direktor des Nationalparks erklärt, es ist in der Tat so, dass sich bei den Schildkröten auch Angehörige derselben Familie paaren und das führt dann zu Gesundheitsproblemen. Deshalb holen wir ihn nach Española zurück, damit wir die Erbmasse so weit wie möglich aufmischen. Auf Española wird er mit 800 anderen Schildkröten seiner Unterart leben. Politisch gehören die Galapagos-Inseln zu Ecuador. Auf den Inseln gibt es viele seltene Tiere. Neben den Riesenschildkröten sind das etwa die Meerechsen und die Blaufußtölpel. Hut, Sonnenbrille, nuschelnde Stimme. Mehr Kult als Udo Lindenberg geht wohl kaum. Immer wieder erfindet sich Deutschlands Rock- und Pop-Legende neu. Und das seit über 50 Jahren. Das Udo-Versum, es scheint unendlich. Doch wie wurde eigentlich aus Udo Udo? Das erzählt das Biopic Lindenberg macht dein Ding, das diese Woche in die Kinos kommt. Film ab! Ganz wichtig, dass du eine Sache ganz schnell kapierst. Die Lindenbergs werden Klempner und sonst nichts. Deutschlands berühmtester Panikrocker bekommt sein eigenes filmisches Denkmal und was für eins. Lindenberg macht ein Ding erzählt, wie alles begann. Von der Kindheit im westfälischen Gronau über die wilden Jahre in Hamburg bis zum Durchbruch. Alles klar auf der Andrea Doria. Jan Bülow schlüpft in Udos übergroße Schuhe. Viel Spaß noch auf dem Weg nach oben. Ich kannte so ein paar, so eine Handvoll Songs, aber auch nur vom Hören. Ich war jetzt aber nie so ein expliziter Fan, der das in seiner Playlist hat. Ich war aber immer schon irgendwie ein Sympathisant und ich wusste schon immer, dass das eine bedeutende und auch witzige Figur ist, dieser Udo. Und dass der vielen Deutschen einfach wahnsinnig viel bedeutet und auch eben auch DDR, ehemaligen DDR-Bürgern. Und ich finde das so schön, dass ich das so entdecken durfte. Bei Onkel Pö! Spielt eine Rentnerband. Jan Bülow, das ist ja ein Geschenk des Himmels, geschickt von den Panikgöttern und so. Also besser hätte es gar nicht kommen können, ne? Der den jungen Udo darstellt, ja, diese ganzen abenteuerlichen Dinger da, wie durch die Gegend gezogen sind, die Panikband dann irgendwann und so. Also als ich den Film jetzt gesehen habe, totaler Flash, ja. Trennt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn. Als wenn ich wirklich ein Verlierer bin. Die Lindenbergs gewinnen nie, verlieren immer. Grund genug, die alten Udo-Scheiben mal wieder rauszuholen. Ab sofort im Kino. Die alle den gleichen scheiß Sound haben. Zeig der Welt deine Seele. Sag, dass du immer für mich da bist. Ja, gefällt mir. Das ist der brandneue Udo. Von jetzt an mache ich nur noch mein Ding. Keine Kompromisse, meine Damen und Herren. Yeah. Und damit verabschieden wir uns. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.